Hallo miteinander. So, heute tun wir mal Bremsen wechseln. Vielleicht die Aufmerksamen, die die letzten Videos auch geschaut haben, kennen das Rädchen noch. Sie haben ein Video, wo wir den Pneu gewechselt haben. Sie sehen auch, wie man es ausbaut. Ihr könnt auch gerade dort nochmal geschwind einschauen. Wir tun bei diesem Rücktrittrad tun wir heute Bremsbacken wechseln. Es hat einfach nicht mehr gebremst. Und da wir ja sichere Fahrer sind, wollen wir auch immer gute Bremsen. Gell, Bruno? Nicht, dass wir noch jemanden überfahren. Zum Bremsankerplatten lösen geht es am ringsten. Wenn man das Rädchen hier hinten an der Achse in den Schraubstock einspannt. Jetzt aber Achtung im Schraubstock, nicht einfach im Metall, sonst ist die Gewindung nachher am Arsch. Nehmt Aluspannbacken, dann passiert dem Gewind nichts. Das Rädchen nehmen, oben rauf, anziehen und dann haben wir da fixe Sachen, die ihr gescheit arbeiten könnt. Die Mutter hier oben lösen. Die meisten Fälle kommen die relativ gut. Bei unserem Rad ist es ein bisschen seltener, da hebt es halt ein bisschen. Die Mutter runternehmen und dann können wir die Bremsankerplatten rauslupfen. Zum Bauen da tun wir unsere schönen Swing-Bremsbacken, die geschlitzten, damit dann da optimale Bremsleistung zustande kommt. Wären die hier. Da sehen Sie jetzt einen leichten Unterschied. Hier haben wir die Spannfeder mit den Nöppeln dran. Da ist noch die Spannfeder, die Nöppel auf der Bremsbacken haben. Ist aber genau das gleiche und kann so umgerüstet werden. Zum Bremsbacken abnehmen, geht es am ringsten mit dem Schraubenzieher. Rauslupfen. Feder wegnehmen. Die alten Bremsbacken abnehmen. Da sehen Sie jetzt auch gut, wie die schon ausgelöst sind. Also, wenn es mal ordentlich warm war, sind glasig. Darum unbedingt ersetzen. Die Bremsankerplatte selber empfehle ich euch hier überall sauber zu reinigen. Schaut, dass es keinen Rost mehr auf diesen Flächen hat, damit die neuen nachher auch wieder sauber laufen. Gut, dann wichtig, Bremsen richtig gut schmieren. Nein, sage ich natürlich nicht, nur an den beweglichen Stellen. Ich nehme für das Kupferfett. Warum Kupferfett? Kupferfett hat eine höhere Druckbeständigkeit und läuft auch, wenn es warm wird, nicht gerade davon gegenüber einem herkömmlichen normalen Schmierfett. Die Stellen ein bisschen fetten und dann kann man die neuen Bremsbacken auch schon wieder auflegen. Dann, um die Federn montieren, haben wir hier ein ganz schönes Tool entwickelt. Geht am besten mit dem, dann können die Federn sauber spannen und sie nachher mühelos einfahren. Für das tue ich das Werkzeug hier drauf und tue es nachher durch das Drehen von dem Mütterli tun ich es spannen. Dann 10 Stunden später ist es dann mal so breit. Dann kann man es nachher mühelos zuerst hinten einhängen, vorne runterlegen, das Mütterli wieder lösen. Tool rausnehmen und schon sind die Backen montiert, ganz ohne Schraubenzieher, Abgespicke und Gefluche, sondern schön entspannt. Dann auch ganz wichtig ist die Trommel rein durch, die ist meistens auch glasig. Ich nehme mit 60er Schleifpapier, das sauber anschleifen, dass das wieder richtig rauch ist und sich die schönen neuen Beläge gut einlaufen können. Wenn wir rundherum sind, zum Schluss ganz wichtig, dass die Trommel auch fettfrei ist. Bremsreiniger nehmen, rausspritzen und dann ist es nachher auch so, dass es ein bisschen bremst. Oftmals hat es da vom Rücktritt halt, dass irgendwie Fett drauf runterkommt oder so und das würde das Ganze nicht so positiv beeinflussen. Kleine spritzen und dann am gescheitsten mit einer sauberen Lumpe sauber rundherum rausputzen. Dann nach dem Schleifen empfehle ich euch, geschwind Trommel zu messen. Wir haben das Verschleißmaß bei diesen Sachsnabben. Es beträgt 91,2 mm. Das heisst, wenn die Trommel so fest ausbremst ist und das grösser ist,
dann kannst du irgendwann die Bremstrommel nicht mehr brauchen, zieht hinter sich halt, dass man dann müsste ein anderes Rad hier montieren. Für das einfach geschwind messen, da drin runter. Da sind wir jetzt noch ja, bei 90,1, also eigentlich noch tipptopp. Auf dem Verschleißmaß oben sind wir noch lange noch nicht. Also können wir die noch ganz gut und ohne Sorgen weiterverwenden und noch viel, viel, viel bremsen. Jetzt sind die wieder aufgespannt, dann können wir eigentlich die Bremsankerplatte schon wieder rein tun. Simpel drauf runter tun. Schauen, dass sie sauber drauf ist. Was nie schlecht ist, ist an der Radachse ein bisschen Fett hin. Dann bringen wir es beim nächsten Mal wieder sauber ab. Mutter drauf und abdrehen. Sauber anziehen. Somit werden die Bremsen gewechselt. Jetzt ganz klar, wenn ihr fahren wollt, gerade beim ersten Mal bremsen, werden ihr keine Schlierke ziehen. Ein bisschen einbremsen. 50 bis 100 km werden dann merken, dass die Bremsleistung noch wieder aufgeht. Somit werden die Bremsen getauscht. Jetzt geht es wieder als Rädchen einbauen. Wenn ihr nicht wisst, wie, könnt ihr auch gerne ins andere Video schauen. Dann seht ihr drin noch, wie man es rein macht. Aber ich glaube, das sollte sogar der Bruno anbringen. Oder Bruno? Schon gell. Also, ich wünsche euch viel Spass beim Schrauben. Wenn ihr Anregungen habt, gerne unten hinschreiben. Sind wir immer offen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.